So, ahoi meine Lieben, Südkass hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Deliver Us the Moon, bring uns den Mond zurück. Ja, wir müssen jetzt hier an diese Station andocken. Und wir müssen das vorsichtig machen. Bisschen runter wieder. Bisschen hoch. So, 213. Ah, ich will auch nicht zu schnell da reinkommen. Ich habe Angst, dass wenn ich zu schnell bin, ich dann die ganze Kiste hier schrotte und den ganzen Mist nochmal machen müssen. Also von daher würde ich mal sagen, in der Ruhe liegt die Kraft hier so ein bisschen. Die Bewegung auch so doll hier ganz kurz angetippt. Kann man hier Licht anmachen? Nee. Runter. Oh, Alter. Es sieht wahrscheinlich nicht so rasant aus, wie es sich anfühlt. Noch 80. Oh. Im ersten Versuch. Haha, ich bin ein Naturtalent. Bodenkontrolle an Fortuna One. Sie müssten jetzt Pearson erreicht haben. Der Sturm hat unsere Instrumente beschädigt. Wir können ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. Ja, okay. Ach, wir sind hier in Schwerelosigkeit. Was haben wir da noch für ein schönes Bild? We believe in you. Ihr glaubt an mich. So, was haben wir denn hier? Lebenserhaltung, offline. Stationsenergie, sehr niedrig. MPT-Netzwerk, offline. So, was haben wir hier? Betritt die Pearsons Raumstation. Okay. Können wir hier... Okay, hier scheint es erstmal hell zu sein. Ach so. Boah. Muss ich das jetzt hier die ganze Zeit so steuern? So, was haben wir denn hier? A03. A02. Was ist das da? Okay, das ist bloß ein Fenster. Okay. Und unten... auch nur ein Fenster. So, drehen wir bitte wieder so. Wir können nach A03 oder wir können nach A02 oder wir können geradeaus. Dann lass uns doch erstmal geradeaus gucken. Da ist eine Luftschleuse. Höh!
Sauerstoff? Ach, jetzt habe ich nur 3 Minuten Sauerstoff. Zentralhub. Nee, komm, machen wir nochmal zurück. Ach du Scheiße, ey. Oh je, oh je, oh je. Oh, warum suche ich mir so ein Kackspiel aus hier? Ah, A01 bin ich. Okay, dann gucken wir mal da hin. A02, komme ich hier rein? Hm, nö. Gibt es hier irgendwo einen Hebel zu bedienen? Moment, das sind andere Undock-Systeme, oder? Und A03, deswegen ist dieses Zeichen da dran. Das sagt mir, dass ich da irgendwelche Fähren andocken kann. Also muss ich ja hier lang. Boah, kann man hier nicht abspeichern? Scheiße. Was sagt er denn? Betritt die Pearsons Raumstation. Oh je. Na dann los. Okay, dann los hier. Was haben wir denn hier? Tab-Ziel. Die Zeit läuft weiter. Bringen die Lebenserhaltungssysteme wieder online. Ja, wo finde ich denn hier Lebenserhaltung? Hier, Strom. Was haben wir hier? F, greifen. Was habe ich jetzt hier? Ja, wenn ich wüsste, was ich jetzt hier habe, was mache ich hier? Okay, hier kann ich erstmal nichts weiter mitmachen. Wir gucken mal andere Seite. Halt, was ist hier unten? Auch bloß ein Fenster, alles klar. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir erstmal, ja, nichts. Dann da lang. Scheiße, wir haben nur noch 2 Minuten, ey. Boah, ist das ein Mist, ey. Ist da unten was? Nein, ist da? Nein. Dann da war... runter war hier. Da? So? Ah, da müssen wir das Ding bestimmt reinmachen. Sehr gut. Jetzt habe ich da was gefunden. Sauerstoff. Ich habe wieder Sauerstoff gefunden. So, was machen wir jetzt hier? Kontrollzentrum Crewquartiere. Was ist hier? Lebenserhaltung. Neustart. Mach mal hier. Neustart? Nicht genügend Energie. Scheiße. Wo kriegen wir denn genügend Energie jetzt her? Zum Neustart der Lebenserhaltung. Was ist das? O2. Da steht doch O2 schon dran. Weltraum, Fahrstuhl, offline. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hinten ist wieder irgend so ein Ding. Lager. F greifen? So, bloß wo baue ich den jetzt ein? Boah. Da oben. Warte mal, hier. Hoch. Ja, F, da rein. Sehr schön. Jetzt kann ich hier, kann ich nochmal? Nein! Mach den wieder rein da. So, reicht das jetzt schon? Nein. Das reicht wahrscheinlich nicht. Genau. So, weg hier. Dann müssen wir noch so ein Ding finden. Vermutlich hier drüben irgendwo. Oh, hier leuchten sie alle schon gelb. Ja. Oh, erstmal wieder frischen Sauerstoff. Okay. Kann ich hier noch einen mitnehmen? Ja. Na bloß, wo finde ich denn jetzt noch so ein Ding? Hier hinter? Komme ich nicht hin. Nö, fuck. Da bin ich hergekommen. Jetzt bin ich hier genau immer falsch rum. Aber mir fehlt noch so ein komischer Kanister. Wo finde ich den? Kann ich hier irgendwas auspacken? Baut's nicht wirklich. Da? Nein. Ach du Scheiße, mein Sauerstoff ist gleich wieder alle.
Warte mal, hier in dem Schrank? Nee. Da leuchtet doch noch einer. Sauerstoff, super. Bin ich schon vorbeigeflogen? Ich brauche noch so einen scheiß Kanister. Boah. Oh, wo geht denn das hier wieder raus? Hier, scheiße, ich sehe... Da? Nee, doch. Nochmal andere Seite gucken. Waren da auch Spinde? Boah, fuck. Nimm mal hier den Scheiß hier weg. Erstmal Sauerstoff. Nochmal Sauerstoff. So, jetzt geht er aber langsam zu Ende hier. Hier, warte mal, hier ist doch ein Spind. Kann ich davon irgend... Da, den können wir aufmachen. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ich brauch so ein Scheiß... Ja, ich hab gleich keinen mehr. Warte mal, Moment. Kann ich den... Ich hab doch hier hinten irgendwo ihn rin getan. Warte mal. Kann ich den wiederholen? Da. Da oben. Ist da einer drinne? Nee. Ich hab doch hier das Ding hier irgendwo rin getan. Wo habe ich den hin getan? Da. Und prompt ist die scheiß Tür wieder zu. Na super. Hier irgendwo noch so ein Ding. Nee, hier komme ich hier bloß zurück zu meiner Kapsel. Und wenn ich den hier rausnehme... Dann schließt er mir die Tür. Moment. Jetzt glaube ich, habe ich's. Ich hoffe, ich schaff's noch. Nimm mal den hier nochmal raus. Und tu den da rein, oder? Zack. So, jetzt nehmen wir den hier raus. Und die Tür ist offen. Jawohl. Oh, Alter. Zack, da rein. Dann den dahin. Mensch, mach den doch da rein da. So, und jetzt können wir hier neu starten. Oh. Scheiße, ey. Oh. Überprüfe die Stromversorgung der Station im Kontrollzentrum des Lybra-Trakts. Bringe die Lebenserhaltungssysteme wieder online. Das haben wir doch gemacht. So, Lybra. Gibt's hier irgendwo eine Map? Das wäre mal ein schönes Werkzeug hier. So, wir lassen mal kurz die Batterie hier wieder aufladen. So, die Frage ist ja jetzt... Hier haben wir ja kein so ein Pinöbelchen, wo wir was drin tun können. Und die Tür... können wir auch noch nicht öffnen. Hier, zack, zack. So.
Kann ich jetzt hier wieder hin rausnehmen? Nee, die sind jetzt fest verankert da. Und da ist auch die Tür zu. Ich komme also auch erstmal nicht zu meiner Rakete zurück. Ah, hier, guck mal, hier ist so ein Plan. Dem können wir aber nicht interagieren. So, Zentralhub, da bin ich. Und wo soll ich hin? Der Libra. Widdertrakt, Füchsestrakt, Oriontrakt, Waagetrakt, Zentralhub. Hä? Von Libra steht da nichts. Na super. So, geht's denn dann hier weiter? Da hinten ist ja auch noch so eine Tür nach B. Nicht wirklich. Oh, Alter. Wo geht's jetzt weiter hier? Fahrstuhl offline. Vielleicht sollte das das nächste sein. Da haben wir doch noch eine Tür. Ah, guck mal hier. Da können wir rein. Na, dann schauen wir mal. Zentralhub. Da haben wir wieder eine Audiodatei. Sehr schön. Die hören wir uns mal an. Expeditionsteam, hört ihr mich? Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denkt dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1... Okay, Sarah Baker und Rolf Robertson. Mit denen haben wir doch da E-Mails geschrieben. Oder irgendwer hatte mit den E-Mails geschrieben. Warte mal. So, drehen wir uns erstmal wieder richtig hin. Wo sind wir denn jetzt hier? Von wo bin ich denn gekommen eigentlich? Von da, okay. Also von oben. So, was haben wir denn hier? Orion. Warnung, rotierende Teile. So, hier ist ein Gitter vor. Und tatsächlich müssen wir ja dann hier weiter. Okay. Der Pearson-Weltraumfahrstuhl verbesserte die Logistik, indem er Menschen und Vorräte zum und vom Mond befördert. Als 2054 der Blackout stattfand, wurden die Crewmitglieder der Station Sarah Baker und Rolf Robertson durch den Fahrstuhl nach unten geschickt, um den Blackout auf der Mondoberfläche zu untersuchen. Aufgrund des Notfallprotokolls der Station war ihre Zeit äußerst begrenzt. Ich befürchte, die finden wir noch. Was soll ich denn machen? Ich soll immer noch die Stromversorgung im Libra-Trakt untersuchen. Den habe ich vorhin auf der Map aber nicht gesehen. Da hinten ist nochmal so ein Ding. Kommt man hier raus?
Füchses. Kommt man. Oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Haupthalle. Ratswohneinheiten, Schlafquartiere, Ratsbüros, Wartung, Kontrollzentrum, Wohnquartiere, Fahrzeughangar, Einschienenbahn. Okay, das dürfte Mondzentrale. Ja, das ist unten dann. Du Scheiße. Lebenserhaltungssystem. Oh, guck mal, hier ist so ein Bildschirm, oder? Können wir uns die näher angucken? Nee, das ist bloß für den Fahrstuhl. Können wir auch noch nicht klicken. Boah. Das ist hier alles ein bisschen unübersichtlich, oder? Orion. Ich glaube, hier sind wir hergekommen, oder? Von anderer Seite verriegelt wegen Baumaßnahmen. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Ja, ich glaube. So, Moment. Dann. Wo kommen wir denn sonst noch raus? Hier drüben kommen wir raus. Auf der anderen Seite. Füchses. Füchses. Jetzt haben wir hier auch eine neue Karte. Zentralhof, Weltraumfahrstuhl, Waagetrakt, Orion-Trakt im Bau, Widder-Trakt, Hyxis, Wohnquartiere. Aber ich finde nirgendwo hier mein Libra-Trakt. Okay. Stationsenergie sehr niedrig. Was haben wir hier? Aries? Von anderer Seite verriegelt, da kommen wir noch nicht rein. Wo geht's hier hin? Hier kann man auch bloß Bilder angucken, rausgucken, oder? Da siehst du gar nichts. Oder ist das Ding bloß zu? Warte mal, hier ist so ein Schalter. Yeah! Okay. Hier ist die Station. Und da ist der Mond. Okay, also, okay, wir haben schon mal rausgefunden, wo unten ist. Immerhin was. So, was haben wir da oben noch? Ach, das spiegelt sich bloß so komisch in den Etiketten da, das Licht wieder. Da hinten geht's weiter. Aber hier haben wir jetzt noch mal bloß so einen Ausguck. Denk mal hier. Lieber, da wollen wir noch hin. Aha, wir haben es gefunden. Okay. Gut. Naja, dann los, ab da. Aber das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Denn die Zeit sagt, es ist andersrum. Die Uhr sagt, die Zeit ist um. So war das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.